Die Denker des Abendlandes. Einer der größten Denker des Abendlandes war ein Mann, den man als den Vater der neuzeitlichen Philosophie bezeichnet. René Descartes. Von 1596 bis wohin? 1650. Jemand, der die Welt nach meinem Gefühl zerdacht hat. Aus lauter Unruhe eigentlich. Ich hoffe, Sie werden nicht unruhig. Wir werden versuchen, die Denktaten des Herrn Descartes auseinanderzunehmen. Vor allen Dingen festzustellen, was ist für uns heute wichtig? Wo hat er so weit nach vorne in die Zukunft gegriffen, dass es uns direkt immer noch angeht? Und woran ist der arme Mann letztlich tatsächlich auch fast verzweifelt, Willi? Ja, also erst war er schon mal verzweifelt. Richtig. Und dann hat er was gefunden. Er war auf der Suche. Ja, und ich lese mal kurz vor. Bitte. Das ist aus einem Text, der heißt Meditationen über die Grundlagen der Philosophie. An dem Text hat er sehr, sehr lange gearbeitet und hat auch alle Einwände, die ihm entgegengebracht wurden, eingearbeitet. Also das ist wirklich ein durchgegorener Text. Also zumindest am Ende dieses Textes war er nicht mehr so verzweifelt, wie du gemeint hast. Durchgegoren. Ist ein schönes Wort. Ja. Er denkt hier an einen Fall, der wirklich der übelste überhaupt ist. Dass es nämlich einen Gott gibt, der uns nur betrügt. Dann sagt er, aber es gibt einen, ich weiß nicht welchen, allmächtigen und höchst verschlagenen Betrüger, der mich geflissentlich stets täuscht. Nun, wenn er mich täuscht, so ist es also unzweifelhaft, dass ich bin. Er täusche mich, so viel er kann. Niemals wird er doch fertig bringen, dass ich nichts bin, solange ich denke, dass ich etwas sei. Und so komme ich, nachdem ich nun alles mehr als genug hin und her erwogen habe, schließlich zu der Feststellung, dass dieser Satz, ich bin, ich existiere, so oft ich ihn ausspreche oder in Gedanken fasse, notwendig wahr ist. Das ist der Kern. Das klingt doch gar nicht verzweifelt. Das ist doch pure, notwendige, denkerische Einsicht. Ja. Bin ich jetzt, weil ich denke, dass ich bin, oder denkt ein anderer, oder kann mich ein anderer nur dann täuschen, wenn ich bin? Er kann mich ja nur dann täuschen, wenn ich bin. Egal, ob er mich täuscht oder nicht. Ich bin. Ich bin. Also, ich zweifle, also bin ich. Ich höre und denke etwas, was du gesagt hast, also bin ich. Also, sobald ich doch nur das Wort ich irgendwie in mir konstruiere, bin ich doch. Es muss mit einem Gedanken verbunden sein. Ja, kann ich was anderes machen als denken? Naja, verdauen und so weiter. Aber geistig kann ich nur denken. Also alles, was ich denkerisch tue, ist bewusstes, aktives Tun. Und es ist entscheidend, dass dieses Cogitare, dieses Denken, den Gehalt erfasst, um den es geht. Und der Witz ist, dass der Satz, ich denke, ich bin, cogitans sum, ist also keine Schlussfolgerung, sondern das ist eine Intuition, eine Einsicht ohne alle Voraussetzungen. Das ist das Allereinfachste, meint Descartes, wozu wir in der Lage sind und damit auch das Zuverlässigste. Da also, kannst du sicher sein. Du kannst sicher sein, wenn du sicher bist, dass, wenn du überhaupt was sein kannst, dann kannst du sicher sein, dass du bist. Genau, ja. Und das kann nicht nur denkend sein. Wie, ich meine, der Mann 1596 bis 1650. In Europa sind die Religionskriege ausgebrochen an allen Ecken und Enden. Wäre das die ganz einfache Schiene zu Descartes Denken, dass man jemanden wie ihn, der in dieser Zeit gelebt hat, wo alles unsicher war, letztlich diese Unsicherheit dazu getrieben hat, mal darüber nachzudenken, was ist denn nun wirklich festgemauert in dieser Welt. Also, kann man das so sagen? Da hast du den Nagel quasi mitten auf die Stirn getroffen. Er hatte zunächst einmal ja eine sehr solide Grundausbildung bei den Jesuiten in einem Stift namens La Flèche. Also er stammt aus der Touraine, er ist adlig und hat eine sehr, sehr gute Ausbildung genossen. Mhm.
aber eigentlich in einem sehr stabilen denkerischen System, im scholastischen. Es gibt sogar keinen Anlass zur Skepsis. Da könnte also man sagen, ja, das wäre eigentlich doch ganz ideal für jemanden, der genau in dieser Art und Weise weitermacht. Aber es gab eben etwa zeitgleich eine Tradition, in der der Zweifel auch theoretisch schon ganz, ganz tief verwurzelt war. Wir werden später irgendwann mal noch über Montaigne reden. Mhm. Der war so eine Generation älter. Und Montaigne war der Meinung, dass das ganze Vertrauen, das wir in das wissenschaftliche Wissen haben, überhaupt in die Möglichkeit zu wissen, eigentlich der größte Unsinn ist, den wir glauben können. Wir können eigentlich gar nicht glauben, dass wir irgendetwas richtig wissen. Und dieser Zweifel, das war nicht nur Montaigne, es waren viele andere, das nagte am Denken dieser Person. Und ich bin sicher, es war auch ein Glaubenszweifel damit verbunden. Der Protestantismus hat ja intellektuell nicht, da war nicht wirkungslos. Er hat nicht zur Stabilisierung beigetragen. Ja, im Gegenteil. Und das war natürlich eine katholische Welt in Frankreich, damals noch. Und in dieser Welt gab es Erschütterungen des Glaubens, des Wissens. Die ersten wissenschaftlichen Gehversuche wurden gemacht. Descartes hat sie selber gemacht. Also ich glaube, du hast recht. Es ist eine historisch höchst problematische, von Skepsis begleitete Zeit. Und da ist die Sehnsucht nach Sicherheit natürlich riesig. Was mir da dazu einfällt, ich habe ein bisschen den Eindruck, die Philosophie verändert sich ja seit Descartes. Sie geht ja auf denjenigen, der was wissen will. Und macht ihn selber zum Gegenstand der Philosophie. Was kannst du eigentlich wissen als Wissenwollender? Während ja vorher die Philosophie sich viel mehr mit dem beschäftigt hat, was um sie herum ist. Und wenn es auch die Auseinandersetzung zwischen Vernunft und Glaube war, dann war es eben der Glaube, der sozusagen um den Glaubenden herum war. Ja. Jetzt auf einmal fängt die Philosophie an, sich mit demjenigen zu beschäftigen, der da was wissen will. Mhm. Also Erkenntnistheorie wird auf einmal ganz wichtig. Ja. Hat es damit zu tun, dass die Naturwissenschaften auf einmal derartig anfangen zu blühen, dass sie sozusagen aus der Philosophie verschwinden als Gegenstand? Und die Philosophie ihre Kinder entlässt und sich einem anderen Gebiet zuwendet? Die ersten Anfänge sind da schon passiert. Also es gab da schon Galilei ja auch ein Zeitgenosse. Ja. Aber Descartes ist ein Dualist. Er gehört einerseits. Das kann man wohl sagen. Der gehört einerseits in eine Tradition, die ganz extrem nun bei ihm ausschlägt in einen reinen Kognitivismus und Rationalismus, also nur der reine Gedanke zählt. Also mit dem reinen Gedanken kann ich die Welt insgesamt erkennen. Genau, und auf der anderen Seite geht es aber auch schon bei ihm Richtung Materialismus, denn er glaubt, dass so wie wir jetzt da sitzen, als Körper sind wir zwar Körpersubstanzen, aber wir funktionieren eigentlich wie Uhrwerke, also ganz mechanistisch. Maschinen. Ja, also das ist schon beides, zwei Seelen schlummern da schon in seiner Brust. Und er hat ja selber auch Versuche gemacht. Er hat sich mit Optik beschäftigt. Mhm. Er hat sich also auch mit dem Auge beschäftigt, mit dem Blutkreislauf, mit dem Licht und so weiter. Ja. Er war also auch an naturwissenschaftlichem Wissen interessiert. Aber das wahre Wissen, das verband er damit nicht, sondern das verband er mit dem klaren, deutlichen Denken. Dem reinen Denken. Da müssen wir gleich noch ein bisschen was drüber sagen, weil es nicht so ganz klar ist, was das klare Denken ist. Also jetzt wollen wir noch mal kurz durch sein Leben durchgehen. Er hatte diese Erleuchtung. Im Jahre 1519. 1619. 1619, ja. In der Nähe von Neuburg an der Donau. Also nicht, also würde man heute sagen, noch im Bayerischen? Ja. Er war erst Bayern, das Land der Erleuchtung von René Descartes. Genau. Köstlich. Er war erst nach seinem Studium als Adliger hat er ein bisschen Reisen gemacht. Also er hatte Geld? Er hatte Geld, richtig. Ja. Und er war erst in holländischen Diensten und dann in bayerischen. Aber er war damals noch in einer Zone im Süden Deutschlands, wo der Krieg, der 30-jährige Krieg, der ja da schon ein Jahr alt war, noch nicht hingekommen war. Das spielte sich noch anderswo ab. Und er ist dann rechtzeitig nach Paris zurück und hat also den Krieg nicht erlebt. Ja. Aber er war in bayerischen Diensten. Und da haben ihn diese Zweifel so geschüttelt, dass er, bevor er diese Erleuchtung hatte, deren Kern ich gerade vorgelesen habe, hat er der Jungfrau Maria ein Gelübde gemacht. Wenn er erleuchtet wird, dann macht er eine Wallfahrt nach Loreto. Und das hat er übrigens gemacht. Nicht nach Lourdes? Nein.
Das hatten die noch nicht damals. Gab es noch nicht, war noch nicht im Angebot. Naja, gut, aber er ist hin und aber er ist hin, ja. Hat Danke gesagt für die Erleuchtung. Jawohl. Aber das klingt alles so zerrissen. Also auf der einen Seite das reine Denken, ich denke, also bin ich. Mhm. Und auf der anderen Seite ist er aber jemand, der offenbar an eine höhere Macht glaubt, die ihm sogar dann diese Erleuchtung geschenkt hat. Also diese, ja, also, das hat ja so ein bisschen was Illuminatenartiges. Mensch, bisschen, da war ja so ein Tag, wo es so gehagelt hat und ich kriege diese Erleuchtung in Neuburg an der Donau. Ja, aber irgendwie fiel es ihm wie Schuppen von den Augen, ja, dass es etwas gibt, was absolut sicher ist. Und das heißt, ich bin. Ich denke. Ich denke. Ja? Ich denke, also bin ich. Ja, das also kannst du einklammern, weil das klingt so wie eine Schlussfolgerung. Ja. Die Intuition ist einfach cogitans sum. Ich bin ein Denkender oder ich bin als Denkender, ist vielleicht noch besser. Was heißt das? Das ist also ein klarer Gedanke. Er meint, die Grundlage alles Denkens sind klare und deutliche Gedanken. Intuitionen, die so einfach sind, dass man sie nicht abweisen kann. Klarheit gibt es nur durch Intuitionen. Also Klarheit gibt es nicht durch Nachprüfung, durch empirische Forschung, sondern allein nur durch Denken. Also, wenn du da Physik machst, ist eigentlich gar nichts klar. Das ist dreckig irgendwie. Das ist dreckig, ja. Und die Klarheit besteht also in diesem direkten Zugriff auf etwas. Und natürlich will jeder, der das hört, wissen, ja, was denn nun? Ja. Und das ist Gott. Zum Beispiel. Mhm. Ja? Mhm. Der Gedanke, Gott ist für ihn ein klarer Gedanke. Ein weiterer klarer Gedanke ist, ich denke. Mhm. Ein dritter klarer Gedanke ist, es gibt Ausgedehntes, offenbar. Also Körper. Offenbar, ja. Körper, das sind die drei wichtigsten klaren Gedanken. Dann deutlich sind die Gedanken, wenn sie hinreichend voneinander getrennt sind. Das bezieht sich natürlich dann auch auf die zusammengesetzten Sachen. Also wenn ich zum Beispiel dieses Buch nehme und unterscheiden kann zwischen Farbe und Gegenstand oder Ausgedehntem und Farbigem, dann habe ich zwei Aspekte dieses Gegenstands, die hinreichend getrennt sind. Das heißt, ich kann auch dieses Ding hier klar und deutlich erkennen, aber natürlich nicht in diesem fundamentalen Sinn, wenn ich die Dinge voneinander getrennt erfassen kann. Also die Aber das hört sich so wahnsinnig theoretisch an. Ja, ist es auch. Also das ist ja Theorie der Theorie eigentlich. Ja. Also was kann ich überhaupt, das hat so ein bisschen was so durch, vorhin hast du das Wort durchgegoren, also durchdringen bis dahin, wo nichts mehr fragwürdig ist. Ja, ja, ja. Bis auf den Grund. So ist es. Ja. Das will er. Ganz, genau, bis auf den harten Grund, wo es nicht mehr weitergeht. Da geht es auf jeden Fall, dann ist Schluss. Dann ist Schluss. Ja. Und dieser, das ist das Ich Bin, Ich Denke und Gott. Gott und es gibt Ausgedehntes. Und es gibt Ausgedehntes. Ja. Was aber nicht notwendig selbst denken muss, sondern das ist schon da, weil ich es, intuitiv erfasse. Ich erfasse es so, dass mir völlig klar ist, um was es geht. Ja. Da gibt es keine Mischung mit anderem, gibt es kein Durcheinander. Ja. Ja. Und ich kann auf dieser Basis dann aufbauen. Das heißt, ich kann analysieren bis darunter und ich kann synthetisieren und wieder zusammenbauen. Also das heißt, was wir hier vor uns haben, ist das, was Descartes mit diesen beiden Welten beschreibt. Es gibt die denkende Welt und es gibt die ausgedehnten. Du meinst die Substanzen? Ja. Ja, es gibt also diese beiden Substanzen. Also das ist das, was unzerstörbar ist und einfach ist und was, um zu existieren, kein anderes braucht. Und wir müssen gleich noch über den Substanzbegriff reden. Und dahinter gibt es aber nun etwas, noch eine Substanz, und das ist Gott. Die alles wieder zusammenführt. Das ist ja fast Cusanus-artig. Also wo die Dinge also wieder das ist so, es gibt zwei Arten von Substanzen. Die ewige Substanz, das ist Gott. Mhm. Und die Denksubstanz und die ausgedehnte, das sind endliche. Die können also... Aber mit denen haben wir uns rumzuschlagen. Wir sind diejenigen, die sich selber als denkende Lebewesen erfahren, in einer Welt, in der es ausgedehnte Substanzen gibt. Genau. Wir können ja mal überlegen, was das hier für eine Bedeutung hat. Nicht? Also wir haben hier, also für Descartes, wir können das jetzt analysieren. Also wir machen den Wein ganz trocken, sozusagen. Aus dem gegen unser das ist Inneres. Das ist, du hast also eine Farbe. Obwohl er so wunderbar schmeckt, ja. Die Farbe. Jawohl. Dann hast du eine Flüssigkeit, dann hast du ein Gefäß. Ja. Natürlich gehört das alles zur ausgedehnten Substanz.
aber unsere Wahrnehmung, die ist nicht wirklich zuverlässig. Wir könnten getäuscht werden. Das könnte zum Beispiel irgendein Saft sein. Aber eine schöne Täuschung. Selbst unsere labialen Fähigkeiten könnten getäuscht werden. Labial. Also Zunge. Ja. Wir könnten auch natürlich denken, wir träumen. Also da wir gerade von Skepsis sprachen, Descartes hat all diese Wahrnehmungen, die wir machen können, nicht als wirklich zuverlässig betrachtet. Also keine Frau konnte ihn anlächeln, ohne dass er gedacht hat, denke ich jetzt nur, dass sie lächelt, oder ist es nur Einbildung? Also naja, solange er nur gedacht hat, dass sie lächelt, ist ja alles okay. Aber mehr... Mehr ist nicht. Mehr ist nicht. Ach Gott. Und wir wissen, das ist ja ein armer Wicht wenn es gewesen. Wirklich so wäre, wäre es doch was Schönes gewesen. Ja eben, hätte sich doch freuen können. Ja. Aber er hätte dem nicht getraut, weil er ich werde nur getäuscht. Ja. Sie hat mich nicht angelächelt. Also es gibt Leute, die behaupten, dass Descartes zeitlebens dem Unterschied zwischen Träumen und Wachen nicht wirklich getraut hat. Meine Güte. Ja. Also ist dieser, wie du ihn nennst, trocken, diese Art von Vertrocknung, ja. das ist für ihn die einzige Rettung. Also Sicherheit gibt es eigentlich nur durch diese Grundintuition. Also dann darf ich aber auch nichts erleben, weil ich im Grunde genommen ja jedem Erleben zutiefst skeptisch gegenüberstehe, ob das Ganze nicht sowieso ein Traum ist. Warum soll ich mich überhaupt aufregen? Warum soll ich mich verlieben in jemanden, mit jemandem zusammenleben? Das hat doch alles keinen Wert. Ja, ich setze mich lieber irgendwo hin und denke. Aber es gibt einen Garanten, der mir guten Grund gibt zu vertrauen, dass du tatsächlich Harald Lesch bist. Das ist der Bayerische Rundfunk. Nein. Nein? Das ist der liebe Gott. Ah. Hart daneben. Oh, knapp daneben. Knapp daneben. Okay. Also, und für ihn ist die Garantie, dass es die Außenwelt gibt, die einzige Garantie ist eigentlich nur Gott. Das heißt, Gott ist neben, also Gott ist über, noch, über der Gewissheit, dass ich denkend bin, die Rückversicherung dafür, dass es überhaupt etwas gibt. Und dass diese Verbindung auch zwischen dem Denkding, also der Denksubstanz und der Ausgedenkten überhaupt geht. Ich habe mich bei der Vorbereitung auf diese Sendung darauf verlassen, dass du das erklären kannst, was ich nur angelesen habe. Nämlich, dass der Mann versucht hat, Gott zu beweisen. Und zwar nicht nur einmal, sondern drei verschiedene Varianten, obwohl man eigentlich denken würde, einer müsste auch reichen. Ne? Also für unser Eins. Also für mich würde ein Gottesbeweis schon sagen, okay, das reicht für heute. Ja. Willi, kannst du kurz skizzieren, wie diese Gottesbeweise von Descartes laufen? Das sind tatsächlich drei. Also der, und die hängen natürlich eng miteinander zusammen. Der erste besteht eigentlich aus einem logischen Grundgedanken. Wenn du etwas Vollkommenes denken willst, kann die Unvollkommenheit nicht Vorbild sein. Ja. Die Vollkommenheit kommt zuerst. Okay. Also da gibt es so eine Asymmetrie. Erst kommt das Vollkommene, dann das Unvollkommene. Hatten wir bei Anselm von Canterbury ja schon mal. Ne? Ja, ja. Das Vollkommene. Das hat er alles schön zerlegt. Ja. Ähnlich natürlich das Unendliche vor dem Endlichen und so weiter. Das ist also der erste Punkt. Mhm. Also es kann nicht sein, dass das Unvollkommene das Modell ist. Mhm. Also so das, was wir so sehen. Ja. Also der Animismus ist eine religiöse Einstellung, wo das so ist, wo man denkt, so die Lebewesen, die es so gibt, oder die Kräfte in der Natur, sind Modell für das Göttliche. Mhm. Aber das kann nicht sein, weil wegen dieser logischen Unvollkommenheit oder Vollkommenheitsforderung. Das Zweite ist, das Vollkommene kann nicht Resultat des menschlichen Denkens sein, denn wir Menschen sind endlich. Damit fallibel. Nicht vollkommen. Nicht vollkommen. Mhm. Und es kann auch nicht aus dem Nichts kommen. Also das Vollkommene muss aus sich kommen. Das kann nicht aus uns und nicht aus dem Nichts. Oh, ja. Kann also nicht. Also alles, was endlich ist, ist aus dem Reich der Vollkommenheit sozusagen raus. Ja, es geht jetzt nur ums Vollkommene. Das kann nicht aus dem Unvollkommenen. Okay. Mhm. Also die Generationsfrage. Ja. Dann das Dritte ist, die Rückkehr in den Schoß von Anselm von Canterbury, den wir schon besprochen haben. Wenn wir denken würden, dass das vollkommenste Wesen nicht existiert, würden wir einen Widerspruch denken. Ja. Das ist der Grundgedanke bei Anselm. Mhm. Nicht dieser indirekte Beweis, wo er zeigt, also der Tor sagt in seinem Herzen, Gott existiert nicht, und am Schluss sagt, das ist ein Widerspruch. Ja. Also das ist ein Widerspruch
zu denken, dass das vollkommenste Wesen nicht existiert. Das sind diese drei Gedanken. Ja. Und damit, das hat er so schön aufgebaut, und damit ist für ihn die Frage der göttlichen Existenz ist für ihn klar. Mhm. Das ist also der stärkste Garant. Er hätte ja aber auch gar keine andere Möglichkeit gehabt, weil jede Erforschung der Natur ist für ihn im Zweifel ja eher nur eine Informationsquelle zweiter Art gewesen. Ja. Er musste auf diesem Weg zu Gott finden, auf dem Weg der reinen Zerdenkung eigentlich, indem er wirklich sich nur mit Begriffen beschäftigt. Ja, ja. Ist er eigentlich jemand, den man in der analytischen Philosophie heutzutage schätzt, Descartes? Ist er jemand, der versucht herauszufinden, mit welchen Mitteln, mit welchen Mitteln wir denken? Ist das, also ist das, es ist erstaunlich. Descartes, der schon in seiner Lebzeit an verschiedenen holländischen Universitäten verboten wurde und nach seinem Tod sogar in Rom auf den Index kam, ist bis heute schwer am Leben, könnte man sagen. Weil in der analytischen Philosophie, in der Philosophie des Geistes, da werden seine Grundpositionen nach wie vor von sehr vielen Leuten geteilt. Also, dass wir als denkende Wesen einen privilegierten Zugang zu diesem Ich denke haben, das wird akzeptiert, dass das viel klarer erfassbar ist, dieser Ich-Gedanke, als irgendwas sonst. Ja. Also zum Beispiel die Erfassung des Körperlichen, das hat schon Descartes gesagt, ist sehr viel schwieriger. Mhm. Also ist es nachgeordnet. Auch das wird von vielen heute geteilt. Du glaubst gar nicht, wie viele Kartesianer es noch gibt. Immer noch. Also das heißt, dieses ich weiß ja, dass du das für ein künstliches Problem hältst, deswegen kann ich es ja jetzt mal, da gebe ich dir sozusagen mal freie Bahn. Leib-Seele-Problem wird ja dann aufgeworfen von ihm. Ne? Ich habe also die denkende Substanz, das Ausgedehnte, also Leib Leib für das Ausgedehnte, und die denkende Substanz muss irgendwie in der Seele drin sein. Das wird ja heute immer und immer und immer wieder diskutiert. Natürlich, ja. Da hat er übrigens keinen besonders glorreichen Vorschlag gemacht. Nicht? Da hat er eine Wechselwirkung zwischen beiden angenommen. Ja. Er hat also gemeint, die Zirbeldrüse ist so quasi die Schnittstelle hier zwischen den beiden Substanzen. Ja. Und so können wir auf den Körper Einfluss nehmen durch die Gedanken. Mhm. Irgendwie musste er das erklären, dann ist ja evident, dass wir Einfluss nehmen können. Na ja, logisch, ja. Und hört sich so an. Aber wenn die zwei Substanzen Substanzen sind, dann sind sie ja getrennt existierend. Unabhängig voneinander. Also können sie eigentlich gar nicht in diese Wechselwirkung treten. Das hat übrigens eine Dame, der er Unterricht gegeben hat, die Lieselotte von der Pfalz, eine illustre Dame, die damals in Paris war, ihm geschrieben. Und er hat ja dann gestanden, dass er leider eine saubere Lösung dafür nicht hat, aber überzeugt davon ist es, dass es trotzdem stimmt. Also vielleicht sollte man noch darauf Rücksicht nehmen, weil das natürlich schon in den Schulen im Schwange ist, diese angeborenen Ideen. Ja. Nicht? Also man könnte ja fragen, woher kommt das denn, diese Intuitionen, dass ich denke und dass es Gott gibt und so weiter. Und da hat er also unterschiedliche Arten von angeborenen Ideen unterschieden. Die klarsten sind diese Intuitionen wie Gott, ich denke und so fort. Dann gibt es welche, die uns begegnen, also Ideen, die uns begegnen, die Idee von Tieren, von Menschen und so weiter. Das kommt ja nicht aus bloßem Nachdenken. Ja. Und dann schließlich die von außen kommen, also die wir selbst herstellen. Also zum Beispiel die Idee eines Kunstwerks. Ja. Also wir haben also drei verschiedene angeborene Ideen, die alle natürlich einen unterschiedlichen Grad an Allgemeinheit haben. Und das Wichtigste sind diese Grundintuitionen. Und da baut er das ganze Reich der Ideen auf. Aber er fragt nicht danach, woher die Idee der Idee kommt. Nein, das ist so quasi von sich. Hinten. Die kommt also, die ist einfach da. Ja. Ja? Die Intuition, die Grundidee ist einfach da. Mhm. Ich meine, er hat sich ja neben seinen philosophischen Zerdenkungsprozessen mit unglaublich vielen anderen Dingen noch beschäftigt. Ja. Also er gehört ja, jetzt kann ich sozusagen mal, habe ich mal freie Bahn für mich, er gehört ja zu den Vätern der modernen Mathematik. Er hat die analytische Geometrie in die Welt gebracht, also die Verbindung von Algebra und Geometrie. Er hat nämlich versucht herauszukriegen, ist es möglich, algebraische Gleichungen zu finden, die zum Beispiel Körper beschreiben, Flächen beschreiben und so weiter. Dann hat er in die Welt gebracht, die Idee einer Richtung, dass es eine Größe geben kann, die eine Richtung hat, nämlich ein sogenannter Vektor. Mhm. Das also ist tatsächlich auch etwas gibt, was von der Richtung abhängig ist. Er hat das
kartesische Koordinatensystem in die Welt gebracht. Wir wissen alle, wovon die Rede ist. X, Y-Achse, mhm. Abszisse und Ordinate. Mhm. Er hat außerordentlich tief die Mathematik mit erfunden. Mhm. Oder aus dem Reich der Ideen an die Oberfläche gebracht. Und er hat vor allen Dingen eine Methode entwickelt. Und diese Methode, die nennt man immer noch die kartesische Methode, das ist die Methode, ein Problem in seine Einzelteile zu zerlegen. Mhm. Und zwar analytisch, so lange zu zerlegen, ja. Analytisch, immer wieder so weit zu zerlegen, bis man endlich was hat, an dem man arbeiten kann. Ja. Also ein größeres System in Einzelsysteme zu zerlegen und erstmal zu gucken, was ist denn da? Mhm. Was ist da? Wie funktioniert das? Mhm. Und dann vielleicht in einem nächsten Schritt zu versuchen, diese Einzelteile miteinander zu verbinden, genau, und ja. so weiter. Mhm. Und das ist natürlich für das Programm der modernen Naturwissenschaften die ideale Methode. Ja. Gucken wir erstmal, jetzt zerlege ich dich erstmal. Ja. Ja. Und dann kann ich hinterher immer noch die Fahnen des Holismus schwenken. Aber erstmal will ich erstmal wissen, aus was für Einzelteile Teilen besteht denn das Ganze. Mhm. Und das hat ihn eigentlich stark gemacht oder macht diese Methode so stark, weil sie ist automatisch mit Fortschritt verbunden. Ja, ist ein wichtiger Punkt. Ja. Wenn man, also wir sind ja jetzt am Beginn, wenn wir mal die Neuzeit so definieren, das ist also von Beginn der Renaissance bis zur Französischen Revolution ist das, was die Neuzeit vielleicht darstellen könnte, denn danach kommt schon 15. wieder... 15. bis 18. Jahrhundert. Ja, so ungefähr bis dahin, wenn man es mal so eng nimmt, ist er ja ein Vertreter, der jetzt sozusagen den Umschwung in der Philosophie vornimmt und den Umschwung auch dahingehend vornimmt, dass er anfängt, von etwas zu sprechen, was später noch viel, viel stärker werden wird, nämlich dass tatsächlich etwas Neues erkannt werden kann. Mhm. Und für diesen Vorgang, also müsste man ihm allein schon ich sehe, du bist ganz begeistert. René, aber ich finde diese Person so mysteriös, ja? Weil er eben, also er hat sich von sehr, sehr viel in seinem konkreten Umfeld eigentlich komplett zurückgezogen, immer wieder zurückgezogen. Aber du bist jetzt nicht jemand, der glaubt, dass Leute mit einem Schnurrbart unzuverlässig sind. Aber nein, es ist nur, ich hatte den Eindruck, oder habe den Eindruck, dass Descartes jemand war, der zutiefst unglücklich war und froh war, dass er was gefunden hat. So, hier sitze ich und kann nicht anders, hätte ich fast gesagt. Also das mache ich jetzt. Ja. Und Mathematik ist für mich das Vorbild. Mhm. Und das muss, ja. die Prinzipien, die in der Mathematik gültig sind, die müssen auch in der Philosophie gelten. Und je genauer und klarer ich Sätze formulieren kann, umso wichtiger und deutlicher und fundamentaler wird alles sein. Ach. Harald hat die Sache auf den Punkt gebracht. Schön. Man sollte vielleicht am Ende noch mal zurückgucken. Er wird immer sehr leicht mit dem Idealismus, der dann später kam, in Verbindung gebracht. Aber er ist mindestens mit dem gleichen Recht auch als Vater des Materialismus zu betrachten. Denn mechanistisches Denken, das, was du gerade beschrieben hast, das war für ihn genauso normal wie die Suche nach diesen Grundintuitionen. Also er war wirklich der Begründer der Moderne, des Rationalismus, der reinen Verlässlichkeit des Denkens, der Innenschau und des Materialismus, der Suche nach den kausalen Gründen dafür, dass etwas sich bewegt, also Physikalismus am Ende. Also er war der Vater von beiden Traditionen, deswegen einer der wichtigsten Denker überhaupt.